Der lange Pitt ist mitgegangen, wisst schon, Colonel. Ja, ja, zu Master Winkley, dem Irishman. Und haben da zwei aus Germany mitgebracht. Die Sam Firegun, nämlich euch, gern sehen wollen. Sam Firegun? Ja. Rief der Maschinist auf den Fremden zutretend. Seid ihr das wirklich, Sir? Man nennt mich so. Klang kurz und einfach die Antwort. Der Sprecher war ein Mann von wahrhaft riesigen Körperformen, wie man trotz der Dunkelheit zu erkennen vermochte. Er trug die gewöhnliche Trapperkleidung. Die Umstehenden hatten sich beim Nennen seines Namens wie ehrerbietig zurückgezogen. Good luck, Sir! Dann haben wir ganz den richtigen Mann bei uns, dem wir das Kommando übergeben können. Wollt ihr die Sache übernehmen? Wenn es die Gentlemen alle zufrieden sind, warum nicht? Ein allgemeiner Ruf der Zustimmung ließ sich ringsum vernehmen. Dem berühmtesten Jäger des Westens, dem Hunderte einmal zu begegnen wünschten, ohne ihren Wunsch in Erfüllung gehen zu sehen, und der hier so unerwartet inmitten der Leute stand, konnte und musste man den Oberbefehl mit vollständigem Vertrauen übergeben. Natürlich sind Sie es zufrieden. Trefft also eure Maßregeln so schnell wie möglich. Wir haben keine Zeit zu verlieren und dürfen die roten Meshwas nicht lange auf uns warten lassen. Trieb der altgediente Beamte der Pacific Railways, der den Schienenweg durch die Savanne und seine Gefahren kannte, wie ein listiger Kojote zur Eile.